Wenn die Fische nicht beißen wollen, geht er rein und macht, dass sie beißen wollen. So einfach ist das. Junge, Junge, Junge. Das wird aber schnell tief hier, du. Oh, oh, oh. Ja, schön, so eine nasse Unterhose beim Angeln. Alles kein Problem. Was habe ich euch eben gesagt? Ihr müsst reingehen, wenn sie nicht beißen wollen. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist der Hammer. Läuft heute die schnelle Forelle hier heute wieder. So, moin Leute, hier zum Montagsangeln. Immer wieder montags geht es bei uns an Angelteich. Heute sind wir im Angelsee Machen. Schönes Wetter, schöner See, 8 Meter tief. Geht flach rein und relativ weit runter dann. Es wird aber schnell tief hier, du. Wir probieren heute mal mehrere Montagen aus. Auftreiben, Slotkugel, Pose. Ich habe hier den sogenannten Wackler auf meiner Hauptschnur. Das sind jetzt hier nur 2 Gramm. Wird nachher aus dem Wasser nur die obere Spitze hier rauskommen, also nur das rote sozusagen. Ich habe hier einen Gummistopper auf meiner Hauptschnur. Damit kann ich die Tiefe einstellen, wo ich den Köder anbieten möchte. Dann habe ich hier noch einen zweiten Gummistopper da unter, der über meiner Schlaufe ist. Jetzt hier eine Schlaufe und hier nochmal ein Wirbel im Wirbel. 60 cm Vorfach. Dann wird der Köder so tief halt angeboten. Und hier unten habe ich 2 Bienenmaden dran. Zack. Der Vorteil hier noch dran ist, dass ich kein Blei habe. Da ich es ohne Blei habe, sinken diese Bienenmagen sehr langsam runter. Finden die Forellen manchmal auch ganz interessant. Schöne leichte Montage, ohne großen Widerstand. Hier mit meiner schönen Posenrute sozusagen, mit großen Ringen, einer 18er Schnur, 2000er bis 2500er Rolle. Kann ich das Ganze auch schön weit auswerfen. Das machen wir jetzt mal direkt. Zack. So, und jetzt sinkt der Köder schön langsam und ich sehe die Pose hier auf dem Wasser. Und bei der kleinsten Bewegung, bei der kleinsten Bissanzeige sozusagen, bewegt sich die Pose wunderbar und gibt mir eine ganz genaue Ansage, was da unten abgeht. Jetzt braucht nur noch ein Fisch kommen. Guck mal hier, was ganz Feines, was ganz Neues auf dem Markt. Wunderbar, man kriegt schön weit raus. So, den lasse ich jetzt gar nicht lange absinken. Ne, immer schön parallel, 90 Grad Winkel hier. Noch ab und zu so 2, 3 Zupfer mit rein. Das war ein richtig schöner Anfasser. Wenn Biss kommt, einfach weiter kurbeln und nicht zu doll anhauen, also eigentlich gar nicht anhauen. Wenn ihr anhaut, dann zieht ihr den Buhn aus dem Fisch raus, also aus dem vom Maul weg. So, jetzt probieren wir mal die neuen Köder hier aus. So ein Inline-Spoon hier. Oh, oh, Biss, Biss, Biss. Kescher, Felix? Jawoll. Schönes Ding. Ja, sauber. Petri. Gut. Sauber, erster ist im Kescher. Sehr gut. Perfekt. Good job. Zeig mal, hast du dieses Biss-Biss-Biss-Ding drauf? Das muss ich mir gleich nochmal angucken. So ein Inline-Spoon hier. Oh, oh, Biss-Biss-Biss. Oh. Mache ich mir mal einen Wobbler rauf. Reising Alesa hier, den gucken wir uns jetzt mal an. Relativ langschenkligen Snap. Den kriegt man einfach besser auf, diese langschenkligen Snaps. Jetzt haben wir hier unser Flug. Carbon-Vorfach, 60 cm habe ich hier. Fluorocarbon sehen die Fische unter Wasser nicht, also weniger Scheuchwirkung. Neue Köder immer erst einmal rein, braucht ganz wenig nur bewegen, guck mal, wie der sich ausschlägt schon. Feuern wir den mal raus, ne? Das läuft schon wieder hier. Zack! Petri! Das läuft ja heute hier, du. Ja, schöner Fisch. Ist immer noch dran. Ja, da haben wir sie. Jo. Das sieht ja gut aus hier. Zack. Wunderbar. Sauber, vielen Dank. Ja, Freunde der Sonne, so sieht das dann aus. Ne? Montiert, gesehen, Attacke und los. Fisch im Kescher. Ja, das ist im Kescher. So, hier haben wir den Köder raus. Da gibt es auch einen guten Trick. Also in den Hakenlöser rein. Hakenlöser einmal drehen. So, da ist er. Und hier ist er im Hakenlöser drin. So Leute, jetzt geht es um den Drill. Die beste parabolische Aktion hat die Rute, wenn ihr sie so 90 Grad Winkel haltet. So, jetzt will er hier in die Büsche, dann ziehen wir einfach in die entgegengesetzte Richtung, schön nach unten. Wichtig ist, dass die Bremse immer gut eingestellt ist, dass der Fisch, wenn er Sehne braucht, auch abziehen kann und nicht direkt in die Sehne reinknallt. Und dann immer ein bisschen justieren, ein bisschen nachjustieren. Und jetzt, zack. Wunderbar, perfekt, vielen Dank. Das läuft auch heute wieder, haben wir einen guten Tag erwischt. So, da haben wir ihn. Zack, da ist der Haken. Hat wunderbar geklappt. Wichtig ist, dass die Schnur straff gehalten wird. So, das hat heute wieder gut geklappt. Pilotkugelmontage, 50 cm von oben. Wir sehen, dass die Fische sehr aktiv sind unter der Oberfläche. Haben wir direkt gesagt, Pilotkugelmontage war jetzt schon zum 4. Mal erfolgreich, also wunderbar. Wir bleiben dran. So, guckt euch das an, wir haben hier einen Double Catch. Das war wirklich der Hammer.
die eine gecatchert und darunter war noch eine, haben wir gleich beide mitgepackt. Ja, das war mal ein Glückstreffer. Gerade irgendwie die Bissphase hier. Es geht gerade richtig ab. Oh, der zieht hier in den Baum rein. Noch beim Drill jetzt immer schön gucken. Weg von den Büschen, dann in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Gucken, dass die Bremse eingestellt ist. Zack. Wunderbar. Wieder geklappt. Oh, das ist aber eine schöne, du. Du hast auch nicht Gas gegeben hier. Hör es an. Und wieder auf die Pilotkugelmontage. So, schönes Ding hier. Wieder geklappt. Schöner Fisch. Und nicht Gas gegeben. Genau, wichtig ist immer, dass wir den Fisch dann nach dem weitgerechten Töten auch immer sofort gut wegräumen. Nicht hier noch stundenlang im Rasen liegen lassen oder in der Sonne. Ne? Das macht den Fisch nicht besser. Zack, in die Tüte und dann direkt in die Kühltruhe, wo wir ordentlich Eis drin haben. Ne, wir haben hier so Kühlpads. Zack, rauf da, Deckel drauf. Und alles ist gut. So macht man's. Kescher, Kescher, Kescher. Da ist das Ding. Jetzt zeigen wir noch mal eine Posenmontage, die Schlepposenmontage. Wir haben hier einmal die Pose. Achtet darauf, dass ihr eine Pose kriegt, wo ihr das oben durchziehen könnt. Dann habt ihr einfach viel weniger Verheddlerung. Genau, haben wir hier ein Blei, 3 Gramm, zu einer 3 Gramm Pose. Eine kleine Stopperkugel, der Wirbel, das Vorfach habe ich hier 60 cm. Dann habe ich hier nochmal ein kleines Blei davor drauf gemacht. Und hier ist der Köder, verdrallte Paste, einmal zusammengerollt. Wie das genau geht, zeige ich euch auch noch. So, jetzt zeige ich für die schleppende Posenmontage, was ich für einen Köder benutze. Ich habe jetzt hier eine schwarze Paste und eine grüne Paste. Davon nehme ich jetzt jeweils eine kleine Kugel, forme mir die so. Drücke die mir zum Plättchen, eine schwarze. So, davon mache ich mir jetzt auch eine kleine Kugel. Jetzt lege ich die beide aufeinander. Das Ganze so aussieht und dazwischen drücke ich meinen Haken. So, drücke das Ganze nochmal ein bisschen platt. Jetzt nehme ich das ganze Ding, mache da so eine Spirale raus, also so einen Tropfen. Seht ihr, durch das Vermischen habe ich jetzt einen wunderschönen Kontrast von Grün und Schwarz. Einmal der Tropfen. Jetzt gucke ich, wo der Haken liegt, drücke das platt, das ist zwischen meine Finger und mache hier so einen kleinen Propeller draus. Runde den hier ein bisschen ab, kleine Kerbe hier rein. So, so sieht das Ganze dann aus. So bewegt er sich gleich schön unter Wasser. Genau, und das werfen wir jetzt aus, das Ganze. So, jetzt schmeißen wir das raus. Ne, die Paste habe ich so verdreht, dass sie sich bei der kleinsten Bewegung schon dreht. Dann können wir mal Pausen machen. Dann sinkt der Köder, also das Blei zieht ihn dann langsam runter. Die Paste dreht sich aber noch schön. Wenn die Fische nicht beißen wollen, geht ihr rein und macht, dass sie beißen wollen. So einfach ist das. Socken aus. Kleiner Spaß, Freunde der Sonne. Ich habe hier meine Pose im Baum gejagt. Die hole ich mir jetzt. Ich seitdem ich 14 oder 15 bin. Einer meiner Favoriten. Meine dicksten Fische mitgefangen. Junge, Junge, Junge. Das wird aber schnell tief hier, du. Oh, oh, oh. Oh, komm, dann kriegen wir die Pilotkugel auch noch. Oh. Ah. Ja, schön, so eine nasse Unterhose beim Angeln. Alles kein Problem. 12 Gramm. Schöne Pose. Also ein bisschen Angst hatte ich ja, muss ich sagen. Aber keiner sieht ja, wenn man sich dann die Hosen macht. Ne? Dann der Ersatz von der Hose eingesteckt. Wir sind immer vorbereitet. Halbe Miete am Teich. Immer vorbereitet sein. Also ich bin schon ein ganz Stück versickert da, du. Junge, Junge. Reingetreten, flop. Weg war ich. Kampfstark hier, du. Oh, machen wir richtig Dampf hier. Wunderbar. Ja, schöne Portion hier, du. Wunderbar. Das ist an hier. Und wieder Pilotkugel, 50 cm. Heute sehr fängig. Guckt euch das an. Ist das geil? Hammer. Was habe ich euch eben gesagt? Ihr müsst reingehen, wenn sie nicht beißen wollen. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist der Hammer. Läuft heute. Die schnelle Forelle hier heute wieder. Vielen Dank an die Fische. Ne? Ist ein Tier für uns gestorben. Müssen wir uns natürlich auch mal bei bedanken. Hat heute wieder geklappt. Der Räucherofen ist voll für heute Abend. Und morgen gibt es schön Forelle.
Hammer. Oh ja, was wir heute auch noch im Kescher haben. Krabbe auch noch am Start hier. Dickes Teil, du. Und den lassen wir frei, den Jungen, der soll wieder ins Wasser laufen. Oh. Zack, ein Salto gemacht, der Kollege. Gehen wir noch mal ein bisschen mit dem Spoongas. So, jetzt zeigen wir euch mal, wie wir die Spoons führen. Ich habe jetzt hier einen 2,8 Gramm Spoon, das ist so für die mittlere Wasserschicht. Als erstes, gerade wenn ich neue Spoons habe, nehme ich den Spoon, packe den hier einmal ins Wasser und gucke, wie er läuft. Dann weiß ich, in welcher Geschwindigkeit ich ihn ziehen muss, damit er optimal läuft. Versuche ich ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller und gucke mir einfach mal das Verhalten des Spoons an. Na, jetzt schmeißen wir den raus. So, jetzt gibt es natürlich Absinkphasen, je nachdem. Ich sehe, dass die Fische nah unter der Oberfläche stehen, deswegen lasse ich ihn nicht lange absinken. Genau, was ich mal ganz gerne mache, sind so kleine Zupfer. Dann haue ich so einmal in die Rute rein, sozusagen in die Sehne rein. Das gibt denen immer noch so ein bisschen anderen Tang. Und jetzt lassen wir die Fische einfach reinlaufen. Man spürt auch in der Spitze, wenn der Köder läuft. Gerade bei diesen Ultralight-Routen, die sehr, sehr fein sind. Wichtig ist immer bis zum Ende durchziehen, weil manchmal haben wir schöne Nachläufer und die Fische beißen immer erst kurz vom Ufer. Das kann auch öfter mal passieren. Wenn auf Spoon jetzt gar nichts geht und in der Wasserschicht gar nichts geht, kann man entweder mit einem leichteren Spoon oder mit einem schwereren Spoon angeln, um die verschiedenen Wasserschichten abzuarbeiten. So, Freunde der Sonne, es war ein schöner Tag, gut gefangen, viel Spaß gehabt, schönes Wetter gehabt, was will man mehr? Wir packen ein, freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.